Hallo ihr süßen Pupis, willkommen zur Dschungelnachlese von Tag 8, wieder zusammen mit meiner guten Freundin Gitti Reinhardt. Also ein bisschen ruhig, ja, sieht ruhig, wahnsinnig ruhig. Aristokratisch aus. So, wir haben heute einen Schnaps, Gitti. Das ist die Dschungelprüfung, das ist gutes Schweinesperma. Das hat Margarete noch für uns gerade eben die Barkeeperin. Direkt vom Damm gezapft. Das müssen wir jetzt leider trinken. Okay. Und ihr Mäuse, mir ist heute kalt. Mir ist heute kalt, ich habe auch meine Jacke an. Wenn also die Kamera ein bisschen zittert, dann liegt das daran, dass ich vor Kälte zittere. Heute ist einfach nicht mein Tag. Hat man manchmal als Transvestit. Also laut Hanka schmeckt Sperma ja wie Rhabarber. Ihr alter Rhabarber, oder? Die alter, ja. Ich finde, Rhabarber schmeckt eigentlich immer so, als ob man einen Fuß eine Woche lang in Wasser hält. Und das ist Rhabarbersaftschorle. So schmeckt deswegen für mich. Deswegen hasse ich Rhabarber. Ich hasse Rhabarber. Rhabarberkuchen gar nicht, das ist gut. So, pass auf. Es fing damit an, dass Jens, das ist dieser Mallorca-Typ mit dem Mäusefäustchen, der hat dann erzählt, ganz großspurig, dass er mit seinem Star-Rummel gar nicht klarkommt. Und der ist ja eigentlich auch gar kein Star. Ich meine, der hat halt bei einer Auswanderer-Soap mitgemacht. Und der kann ja auch gar nichts und so. Das ist so viel Wahrheit in das einer ist, Folge. Ja, Selbstreflexion. Dann hat Marc Terenzi etwas ganz Langweiliges erzählt. Da ging es halt um seine Ex-Freundin und seine Sarah Kinder. Sarah Connor. Nee, nicht Sarah Connor. Marc Terenzi hat ja 5 Kinder von 4 verschiedenen Frauen, weil er offensichtlich nicht weiß, wie Kondome funktionieren. Dann erzählt er halt noch von seiner Insolvenz und die ganze Gage geht sofort an seinen Insolvenzverwalter. Schade. Da nickten dann alle ganz wissend und haben sich gedacht, ja, ich wurde auch schon mehrmals gefändet. Ja. Dann Florian Wess. Florian Wess hat dann irgendwie geweint. Ich weiß er wollte gar nicht, weinen. Aber warum hat er nochmal geweint? Ja, ist eine gute Frage. Der wollte weswegen. Warum hat er denn, war sehr traurig. Ach, der war traurig, weil Fräulein Menke gegangen ist. Da war ach wirklich, so. Ja, deswegen war er traurig. Okay. Und dann stand er da und hat so die ganze Zeit gedrückt, dass die Tränensäcke sich wieder auswringen und so ein paar Tropfen rauskommen. Ja. Weil der kann nur noch analog weinen. Der muss immer nachhelfen. Ja. Das geht nicht mehr von selber. Also, das ist doch ein ganz klarer Fall dafür, dass er sich mal die Tränenflüssigkeitssäcke aufspritzen lassen muss, damit er auch wieder schöner fürs Fernsehen weinen kann. Dann haben wir den Auszug von Fräulein Menke gesehen und die Menke, die ist über diese Hängebrücke gegangen und hatte so ein kleines Stofftier. Ja. So ein kleines Stofftier in der Hand, so ein Koala. Ich dachte im ersten Moment, das ist Markus Michalski oder wie der heißt. Markus Majowski. Michalski ist und, bald wieder. Ja, und dann wurde der beim Camp gezeigt, dann war mir klar, das ist gar nicht Markus Majowski, sondern das ist halt ein kleiner Stoffkoala. Wo kam der auf einmal her? War das ein Glücksbringer? Vielleicht wurde der abgeworfen von einem Flugzeug. Von so Rettungsflieger vom Rosinenbomber. So, dann ging es in die Dschungelprüfung. Ja, jetzt, ab heute können sie sich selber in eine Dschungelprüfung wählen. Ja, super. Und die ganzen Alpha-Männer sind in die Dschungelprüfung gegangen, außer Jens aus Mallorca, weil... Der hat ein ganz schlimmes Knieproblem. Und der konnte nicht. Der wurde so oft ins Knie gefickt. Ja. Und deshalb, der konnte dann nicht und war dann auch mal ein bisschen entrüstet, dass er dann zusammen mit den ganzen Weibern im Camp sein musste. Ja, das ist ja auch so ein frauenverachtendes Arschloch auch. Also ich finde den ja widerlich, den Typen. Und dann sind also die ganzen Alpha-Männer, sind halt dann zur Dschungelprüfung, das hieß Ruckschluck. Hanni hat sich ja eigentlich die ganze Zeit nur aufs Schweinesperma gefreut. Da hat er gleich gefragt, oh, ist das was mit Eiweiß? Ist das was mit Eiweiß? Oh, ja, und von was für ein Tier? Was für ein Tier denn? Und dann hätte er am liebsten, hätte er gleich alle Schnapsgläser mit Schweinesperma genommen und die sich übers Gesicht so Bukake so in den Hintern rein. Ja, so rein und dann so schön wie sowas auch immer heißt, Snowballing oder was weiß ich. Snowboarding. Also, aber dann die ganzen starken Kerle, ja, die ja alle mega Testosteron geladen sind, außer Florian Wess und Hanni und Thomas Hessler und Markus Majowski. Und Marc Terenzi, also gut, ich nehme alles das wieder habe ich zurück. Ja von 2,5 ja, Männer gesagt. Aber dann kam relativ wirklich große Gläser mit Kuhurin. Am Schluss. Und da haben sie alle abgebrochen. Da wollten sie, es hat so gestunken. Oh, und das machen sie nicht. Aber erstmal schön, Schweinesperma geht, ja. Aber, Schweinesperma ist aber geil, aber Kuhurin geht nicht. Nee, bei dem Ruckschluck dachten wir die ganze Zeit, dass der Hessler einen Schlaganfall hat. Ach ja, stimmt, erzähl doch hier, genau, wie war genau, der sollte eigentlich was erklären und sollte Silikon erklären, genau. Silikon war das Wort und er dreht sich zu wem auch immer um und starrte Marc Terenzi. Er starrte Marc Terenzi die ganze Zeit an so
Und Jurassic hatte so Sorgen, dass er gerade einen Schlaganfall erlitten hat. Der hatte einen Schlaganfall, ja. Also es war so dieses so... Ja, also es war wirklich, da kam gar nichts mehr raus. Nee, es war einfach nur die Augen. Das ist, ja, aber ich, der hat immer, ja, ja. Der hat, ich glaube, der ist halt einfach auch nicht gewöhnt, so viel reden zu müssen. Denn auch auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck auch, ja, unter Zeitdruck. Nachdenken. Das ist schwierig und nachdenken. Es war sehr aber lustig gut. Auf jeden Fall. Schweinesperma. 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 Mausi-Jule. Hanka hat dann dem Markus Majowski wieder mal irgendwie von ihren Zwingen erzählt, weil Markus Majowski wollte es unbedingt wissen und hat sich dann danach noch bedankt für die ganzen, für das, dass sie sich geöffnet hat ihm gegenüber. Ekelhaft. Und es war wirklich widerwärtig. Und dann saßen Jara Suell und Kader Loth zusammen in der Hängematte. Und Jara Suell hat dann gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie heiraten möchte, aber wenn sie dann heiratet, dann wird sie sich auch endlich outen. Ja. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ist die eine Lesbe? Ist sie ein Transvestit? Ach, vielleicht war sie mal ein Mann. Das könnte natürlich auch sein, ja. Oder sie war eine Frau und ist jetzt ein Mann, der eine Frau spielt. Das könnte auch sein. Also es könnte alles sein. Wir bleiben da gespannt, aber ich hoffe, jetzt ist ja rausgeflogen. Ach Mensch, ja. Jetzt hast du schon vorgegriffen. Jetzt hast du die ganze Spannung rausgenommen aus dem Video. Schnitt. Schade. Naja, egal. Und dann Markus Majowski haben wir dann heute zum ersten Mal oben ohne gesehen. Oh, dieser wunderschöne, pralle Bierbosen, wie er so im Wind wehte und also wogte. Wirklich, der wabbelt, ja. Also das ist auch richtig schön. Bodyshaming jetzt, aber das ist wirklich so richtig schön, also Riesenmäusefäustchen. Das sind Mäusefäuste, nicht Fäustchen. Ja, also so traurig, die Igelschnalze hängen auch so traurig nach unten, ja, schon. Ich meine, das ist wirklich ein schweres Los. Möchte ich nicht nochmal sehen, aber gut. Ja, ich hoffe, er gewinnt, damit er sich die Brüste liften lassen kann. Dann war ein ganz, ganz toller Dialog unter den Campern, die dann es ging um den Verbrauch der Klorollen. Ja, weil die haben nämlich am Tag zuvor 6 ganze Klorollen bekommen und einen Tag später war nur noch eine halbe übrig. Eine halbe Klorolle übrig und alle Männer gleich, ja, ich brauche halt so viel. So, aber das Lustige war aber dann, dass dann Daniel Hartwig und Sonja Zichlow gesagt haben, hört mal zu, wir haben denen niemals gesagt, dass das Klopapier begrenzt ist. Die denken das nur, aber wir werden sie auch in dem Glauben lassen. Das ist total sympathisch. Finde ich total aber toll. Jara Suell hat das ja dann rausgefunden. Jara aber Suell. Sie nimmt das mit aus dem Camp heraus. Ja, das hat es leider niemandem Wissen gesagt. Um das Klopapier. So, jetzt werden sie alle sich die Blätter teilen und wirklich rationieren. Die Palmblätter von den Bäumen reißen. So, dann hat Markus Majowski hat dann nochmal die Hanka therapiert. Und der hat dann nämlich gesagt, Hanka, ich muss dich da mal was fragen. Ja. Sagt sie so, ja, was denn? Du, Hanka, du hast ja oft so Momente, da kriegst du so eine Rappel. Und dann wirst du halt so biestig und machst halt so unkontrollierte Sachen. Weißt du, was ich glaube, Hanka? Und Hanka sagt, ja, was denn? Ich glaube, dahinter steckt einfach eine große, tiefe, innere Traurigkeit. Hanka, das glaube ich. Hanni und Gina Lisa kamen dann in dieses Liebescamp da extra die separat. Die hatten ihre komische Schatzsuche, Dingsbums das über war ja Nacht. Keine Schatzsuche, naja, aber die, so eine gemeinsame eine Abend. Und jetzt ist die Frage aller Fragen: Warum glänzt Gina Lisa so extrem immer im Gesicht? Womit reibt sie sich ihr Gesicht ein? Nein, ich glaube, es ist Butterschmalz. Ich glaube auch, dass Destiny Dresher ihr Make-up-Tipps gegeben hat und sie deshalb so wunderschön glänzt. Sogar so? Die Oberschenkel haben geglänzt. Das gibt's doch nicht, oder? Ich glaube aber auch, Leute, die ganz viel unterspritzt sind, da wird die Haut so prall, dass man dann irgendwie so glänzt. Das hat man bei so Operierten ganz oft. Ja, ja. So prall glänzend. Prall glänzend. So, in Lusthöhle, da war dann irgendwie Regen, da konnten sie irgendwie ein Dschungeltelefon. Da mussten sie ins Telefon gehen, genau. Und, aber sie haben Käse gegessen und Wein getrunken, Zigaretten geraucht, Stange einfach angezündet. Ja, ja, ja. Toll. Und man hat aber irgendwie gar nichts eigentlich mitbekommen. Naja, war auch wahnsinnig langweilig. Hanni hat ja auch Angst, weil der war nicht vorbereitet, der war nicht gespült. Der war nicht gespült, genau. Und von daher, da fing es an zu regnen und das Einzige, das feucht wurde, war das Bett. Aber gut, was soll man machen? Glück. Hatten sie Glück. Am nächsten Morgen haben sie als Belohnung so ein großes Straußenei bekommen. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Hanni das dann auf dem Weg ins Camp fallen lässt. Ja, leider nicht gewesen, passiert. Ja. Das hat sich Kader Loth sofort genommen und in ihrem BH gesteckt. Ja, kein Unterschied. Ja, es brütet sie jetzt noch aus. Brütet sie jetzt noch aus. Haben sie endlich ein Camp-Tier, ne? So ein kleines Straußenküken. Köstlich. So, und raus ist Jara Suell. Da freue ich mich extrem, weil Jara Suell musste ganz dringend raus. Wir werden sie jetzt wahrscheinlich in Zukunft in sämtlichen Boulevardmagazinen
Filmmagazin sehen und Nachbesprechungen und dann wird sie irgendwann... Deiner Late-Night auftreten? In meiner Late-Night, weil meine Late-Night-Show ist ja immer das absolute Karriereende ist meine Late-Night und da kommt jetzt Jara Soel dann irgendwann mal hin. Aber da freuen wir uns schon. Und das war's, ihr süßen Mäuse. Wir sehen uns jetzt erstmal 3 Tage nicht, weil ich nämlich einen Kurzurlaub mache. Aber und, ich bin da. Aber die Gitti Reinhardt wird mich hier im Rauschgold gebührend vertreten und die nächste Nachlese gibt es somit erst wieder kommenden Dienstag, aber ihr werdet das ertragen, ihr gönnt ihr bestimmt meinen Urlaub. Bis dann, bye! Tschüssi! Sharing is caring.